Nö, dann wollen wir mit Waffen reden, wenn er jetzt draußen ist. Vielleicht hat er ja was Neues zu sagen. Weiß man ja nicht. Wahrscheinlich nicht. MacGuffin? Ja. Ach, ja. Brauche ich den tatsächlich? Wofür denn? Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Flott. Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Oh Mann. Schriftkasten? Der hier wahrscheinlich. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Telefon. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Go, go. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der noch wirklich einen Sinn hat oder ob das Ding einfach komplett... Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Okay. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Okay. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Okay, wir teleportieren uns also mit der Telefonzelle davon. Gut. Ja. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art. Und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Ausgezeichnet. Jo, und wo die Nummer? Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Okay. Ich muss weiter. Bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. Ja. Das Skelett habe ich ja schon. Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. So klein ist du doch gar nicht, ne? Fackel? Ach so, da war ja... MacGuffin? Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Ha, da ist schon ein Telefonbuch. Mein Gott. Das sollte uns weiterhelfen. Ja, mal sehen, was es bezeichnet wird. Untersuche das Loch. Ja, ich kann es auch nicht greifen. Mal schauen. Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten. Aha. Wie heißt es? Buch der Zahlen. Ja, Telefonbuch wäre zu einfach gewesen. Schaut hier. Dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal. Darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Ja, genau. Tatsächlich. Hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Eines? Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Jetzt brauchen wir nur noch eine Goldmünze. Oh, ich dachte, ich hatte gerade Angst, dass das jetzt für alle Ewigkeit sagen wird. Loch gibt es doch noch so? Mehr ist nicht drin. Schade. Dieser Schacht muss irgendwo nach draußen führen. Aber er ist... Gut. Ja, Goldmünze. Ja, ich hab da ja eine Idee. So. Hier oben standen noch so 3-4 Schatztruhen rum. Aber ich kann mehr Goldmünze. Ach! Hehehe. Oh Gott, das Ding ist noch ein Universalschlossöffner. Fest verschlossen. Ja, ja, wir haben noch den Universalschlossöffner. Der kann alles. Tatsächlich. Nimm einige Goldmünzen. Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht.
Okay. Welche warmen Worte nochmal über die schwarze Wache? Zum Glück steht die Wache. Okay, gut. Auch nichts Neues. Dann ist ja eigentlich alles klar. Dann teleportieren wir uns jetzt mit der Telefonzelle raus und alles ist gut. Als ob das klappen würde. Hier. Jetzt ab nach Hause. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Dann wollen wir mal sehen. Aber wenn das jetzt noch mehr, wenn das jetzt gleich noch funktioniert, dann ist es noch einfacher. Kommt beide rein. Und ich ahne, dass wir jetzt landen. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Nord. Obwohl, in diesem Spiel wurde das also schön. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Oha. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. Die Nummer. 2. Es funktioniert. Was? Was? Und? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und welchen nervenzerreißenden Minuten später? Ich wollte gerade fragen, in welchen Geheimkeller wir landen, aber... Das war interessant. Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier. Schon mal immer noch die Wilden Land. Ich dachte, das wäre wieder weg von. Ach, nee. Boah, hier sieht's ja aus. Ich meine, erinnert sich noch daran, dass ich mal vorher gesagt habe, dass es nur ein Oger sein wird? Ja, es ist nur einer. Wo sind all die blutrünstigen Orks? Schade. Ja, ich bin als letzter übrig. Das heißt, ich kämpfe gegen dich im Kriegerwettkampf? Nein, einer muss ja der Schiedsrichter sein. Also, habe ich keinen Gegner und habe kampflos gewonnen? Nicht so schnell. Oha. Oh, Sasi. Schön, dich zu sehen. Hast du zugenommen? Dieser Mensch gehört mir. Ich werde ihn zur Erzhexe bringen. Du kannst ihn nicht einfach mitnehmen. Er ist ein Krieger. Das ist doch lächerlich. Schild, Schwert und Helm sagen etwas anderes. Wir sagen überhaupt nichts anderes. Du bist kein Krieger. Worauf wartest du noch? Hau die Grünhaut um! Er ist ein Krieger, der in unser Lager gelassen wurde, um an einem Kriegerwettkampf teilzunehmen. Solange der Wettkampf läuft, steht er unter dem Schutz unserer Vorfahren. Klasse. Und da ich keinen Gegner habe, wird dieser Wettkampf wohl noch eine ganze Weile dauern. Ich hätte das lieber nicht sagen sollen, oder? Oh, bitte keine Minispielchen. Also schön. Der Wettkampf hat begonnen. Die Kontrahenten messen sich in den Disziplinen Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Ihr könnt jederzeit eure Prüfung ablegen. Wer das Lager verlässt, wird disqualifiziert. Und ist zum Abschuss freigegeben. Oh Mann. Das ist ein Traum. Nicht nur, dass du heute Abend am Galgen baumeln wirst. Nein, ich kann mich zuvor auch noch an deiner Unfähigkeit ergötzen. Ungeil. Nee. Ach hey, naja, denn... Ach, Matzas kann ich nur angucken. Schade. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Ich denke, ich habe jetzt so ein super tolles Schwert. Da könnte ich doch einfach beenden und so. Ein Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wurde. Vielleicht ist es irgendein Trainingsgerät. Ein Baumstamm... Ach, was haben wir da hinten? Baum? Ach, der Baumstumpf scheint schon länger so dort zu liegen. Er treibt schon wieder aus. Gut, dann nehme ich das Brüchchen Ast ab. Ist aber unfreundlich für einen armen Baum. Ist es nicht manchmal erstaunlich, wie alles in der Welt eine Bestimmung zu haben scheint? Ja, das ist, Der Baum hat seine Schuldigkeit getan. Ich habe einen Ast und für mehr ist er wohl nicht gut. Es ist wirklich erstaunlich, also wie alle Objekte, die ich anklicke, irgendwie immer noch einen Nutzen haben. Der Termitenhügel. Was war denn mit Termiten? Ach so, Termitenhügel, die können auch deutlich größer werden. Dieser hier ist, ja, nicht so beeindruckend. Du bist auch nicht so beeindruckend. Hä? Wer spricht da? Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Kein gutes Zeichen. Klappe halten. Hier unten, du Affe. Wer seid ihr?
Termiten natürlich. Sprechende Termiten? Oh Mann. Okay. Ihr könnt sprechen? Ist dir das aufgefallen? Uns gibt es seit 100 Millionen Jahren. Warum sollten wir nicht sprechen können? Ihr Affen habt's doch auch gelernt. Wieso Affen? Wir Menschen wurden vor 8000 Jahren von einem unsichtbaren Zauberer erschaffen. Ach, und ihr beherrscht den Planeten? Planeten? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Ah, das ist doch eine schöne Spitze. Ich glaube, ich lasse sie erstmal. Gut, ich hab da ja so einen Plan. Ein Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wird. Ja, ich ahne nämlich, dass das die Kraftprobe ist und dass ich die Ameisen irgendwie reinkriegen muss. Denn sind die ganz doll freundlich. Und ach, ich gucke jetzt erstmal ein bisschen Zelt um. Vielleicht gibt es hier noch was zu holen, vielleicht Wilbur. Nee. Hm. Ja, schön, dass er auch schon wieder da ist. Hm? Hm? Habe ich das verpasst? Ja. Hätte ich das jetzt verstehen müssen? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt oder so? Na gut. Egal. Hallo, seltsamer Kerl. Der Händler ist, den wir schon kennen. Aber egal. Ein Faun. Hier gibt es sprechende Kühe. Warum sollte es nicht auch sprechende Ziegen geben? Ah. Hallo, seltsamer Kerl. Moin. Moin. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Jorge. Ich bin fahrender Händler. Gezwungenermaßen. Hm? Wie mein? Ich bin aus Seefels abgehauen. Dachte mir, hier bei den Orks müsste es besser stehen als bei den Menschen. Irgendjemand muss diesen verfluchten Krieg doch gewinnen, oder? Darauf würde ich nicht wetten. Ja, leider. Für einen ehrlichen Händler wie mich lohnt sich selbst Kollaboration mit dem Feind nicht mehr. Ehrlicher Händler. Ja, wie habe ich denn hier reingeguckt? Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Herrlich. Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Ziemlich verdächtig. Oh, nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Ja, ich hab da hier kein Geld. Aber ganz schön ausgebrannt, das Land, ne? Also irgendwie, das ist überall so ein bisschen verbraucht. Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Viel sogar. Sehr gut, ich nehme 3 Kilo. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Ah, wenn du meinst. Ja, wo ist denn der überhaupt? Der müsste doch hier irgendwo rumhängen. Ach, jetzt muss ich nur die Waffen machen. Oh, mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Ja. Krass. Er hat nicht geredet. Ich hätte es aber gerechnet. Oh nein. Das ist schon wieder so eine blende Sonne-Dings. Okay, ich lasse ihn einfach mal auf Mittelstellung. Das ist meistens richtig. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen. Zumindest von hier. Also ich ahne irgendwie, dass ich hier alles manipulieren muss. Bock. Es ist so eine Art Bratpfanne aus den Ostlanden. Als Kinder sind wir damit die Berge hinuntergesaust. Und, ach, die kann ich hochdrehen. Ach, ich ahne Schlimmstes, dass ich damit irgendwie sabotieren muss. Das ist jetzt eher nicht so effektiv und es passiert gar nichts. Ja, wir sind halt in unserer Stellung. Ach, da ist noch ein Bock. Wo scheint hier nicht die Sonne direkt? Die Pfanne sieht noch recht gut aus. Auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Ich frage mich, wie das verrostete Ding noch spiegeln kann, aber ach, was soll's. Ich ahne einfach, dass ich im anderen Bereich auch noch was hätte schieben müssen, was ich jetzt irgendwie nicht gemacht habe. Das ist das größte Zelt hier im Lager. Es dürfte das des Häuptlings sein. Ja, dann gehen wir da mal rein. Das ist doch sicherlich Wilbur, oder? Der hat uns noch ein paar Tipps für uns. Ah, da ist er doch. Nate, was tust du hier? Ach, du solltest dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ach, guck mal, da ist ein Spiegel. Mensch. Ja, dann los. Ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Nein, also nicht direkt zurücklassen. Aber es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Oh, wie süß. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit. Hm?
Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Wen denn? Dein Heldenmut. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Massas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn's optimal läuft, sogar in einem Stück. Ja, das hier sieht irgendwie nach magischer Schutzkreis aus. Also, ich sehe das Artefakt doch von hier. Ja, was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Wo? Da! Oh Mann. Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bannzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. Ich will erstmal den Bannzauber testen. Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. hat er vielleicht Ahnung? Ich meine, Wilbur ist es ja anscheinend nicht. Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Bin gleich wieder da. Ja, gleich. Beeil dich! Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Ja, auf den Kopf hängen ist natürlich dann doof. Wer könnte denn der Kapuzenmensch sein? Das ist, wem haben wir denn irgendwie mal... Wuppermann könnte es sein. Aber glaube ich nicht. Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Ja, hatte viel Zeit am Mann, wa? Ach, kann ich ihn mitnehmen, schade. So, ich versuch's. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht. Jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Egal, ob das darin... Das ist ja Ruhe. Also, wenn es das Artefakt des Schicksals ist, ich denke, das Ding bringt Glück. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Da kann ich den irgendwie mitnehmen. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Klasse. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht. Oh Mann. Oh, was ist er denn hier? Ist doch so ein Skelett hier von vorne und so. Hier hängen eine Menge Schädel herum. Was? Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Ja und? Gibt's da aber noch? Eine Pfeilspitze aus Stein hat den Schädel durchschlagen. Ich nehme sie mit. Ach. Also es sieht wirklich so aus, als müsste ich den... Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Das sind Teutates, aber gut. Eine beeindruckende Sammlung, aber sie durfte mir nicht weiterhelfen. Ja, Grimpf. Oh, warte mal, da ist noch was. Nein. Verdammt, ich kann das nicht anklicken. Das könnte... Echt leer aus. Aber, ich kann mal partout nicht ran. Also vielleicht, wenn ich noch ein Stück weiter rausgehe, aber... Was ist denn das für ein Easter Egg? Nein, ich bleib hier. Ne, no chance. Komm nicht ran. Wer kriegt denn? Schade. Sehr gut, dann